Die Frau sowie das Kind wurden über die Drehleiter zügig gerettet. Der Vater allerdings hatte schon so viel Rauch inhaliert, dass er zwischenzeitlich bewusstlos wurde. Es musste natürlich sehr schnell gehen, da die Rauchentwicklung sehr stark war. Wenn euch unsere Dokus gefallen, dann zeigt uns das gerne mit einem Like. Vergesst auch nicht, uns zu abonnieren und ganz wichtig, die Glocke zu aktivieren für weitere Videos und Informationen. Eure Fragen, eure Meinung gern unten in die Kommentare. Hi Marc, müssen wir nochmal quatschen. Wir sind hier an der Wildermannstraße. Heute Morgen 2.02 Uhr wurden wir zum Kellerbrand alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich auch dieser Kellerbrand. Gemeldet waren 11 Personen. Bei Ankunft standen 3 Personen schon vor der Tür. Weitere 5 konnten das Gebäude selbstständig verlassen. Das waren eine Familie mit 3 Kindern. Die andere Familie, 2 Erwachsene und ein Kleinkind, befanden sich im Dachgeschoss in einer Wohnung und konnten sich in einer Abstellkammer verstecken, sodass sie erstmal noch sich erkennbar machen konnten. Die Frau sowie das Kind wurden über die Drehleiter zügig gerettet. Der Vater allerdings hatte schon so viel Rauch inhaliert, dass er zwischenzeitlich bewusstlos wurde und musste durch den Angriffstrupp zügig durch das Gebäude gerettet werden. Aktuell ist es so, dass wir 2 Schwerverletzte haben. Den anderen, so wie auch dem Kleinkind, geht es Gott sei Dank gut. Sie sind als betroffen, also als nicht verletzt gezeichnet. Wir haben dennoch kurzfristig den Mann 10 ausgerufen. Das ist die Massenanzahl an Verletzten. Aufgrund dessen, dass wir sicherstellen wollten, dass genügend Notärzte sowie auch Rettungswagen vor Ort sind, um allen Patienten schnellst untersuchen zu können. Der Brand ist gelöscht worden, das Feuer ist aus. Jetzt befinden wir uns in den Nachlöscharbeiten und die Untersuchungen der einzelnen Patienten ist soweit abgeschlossen,
so dass es die Nacharbeiten beginnen. Jetzt einmal vielleicht noch zu dem Kleinkind. Wie alt ist das kleine? Sah mir schon fast nach Säugling aus. Und wie schnell musste es hier gehen? Das genaue Alter kann ich Ihnen nicht sagen. Es musste natürlich sehr schnell gehen, da die Rauchentwicklung sehr stark war und wirklich die Familie und die Mutter geistesgegenwärtig richtig gehandelt hat in einer Kammer, sich den Rauch abgegrenzt hat. Das war wirklich, ja, das musste einfach sehr schnell gehen, so dass dem Kleinkind auch nichts passiert ist. Ich muss wirklich sagen, das war eine super Rettung, ein super gelungener Einsatz auf den ersten Blick hier vor Ort. Wie gestaltet sich so ein Einsatz für die Feuerwehr? Was löst das vielleicht auch aus? Ist sowas alltäglich? Naja, also im Brand grundsätzlich sind wir darauf ausgebildet. Das muss man einfach so sagen. Wenn ein Kleinkind dabei ist, hat es immer eine besondere Sache, gar keine Frage. Aber auch da sind die Kameraden sehr, sehr schnell professionell vorgegangen, um auch genau die Menschen zu retten. Wie außergewöhnlich ist jetzt so ein Einsatz mit so einer Menschenrettung? Sieht man ja nicht so oft. Das ist richtig. Mit Kleinkind ist nicht allzu häufig, das stimmt. Das hat schon eine gewisse Besonderheit. Dennoch natürlich kommt es auch vor, dass man im Feuerwehrleben den alle anderen Menschenrettungseinsatz auch durchführt. Jetzt zum weiteren Einsatzverlauf. Wie viele Rettungswagen sind hier? Wie viele Notärzte? Was ist das? Was für ein Rieseneinsatz ist das? Also wir haben jetzt 2 Notärzte hier. Wir hatten jetzt hier 6 Rettungswagen, um auch sicherstellen zu können, dass alle Verletzten untersucht worden sind. Wir haben aktuell 3 Löschzüge hier. Einmal der hauptamtliche Löschzug, der Löschzug Hochlar sowie der Löschzug Altstadt. Der Löschzug Süd ist in den Grundschutz übergewechselt, um auch die Sicherheit des restlichen Stadtgebietes sicherzustellen. Jetzt habe ich hier schon jemanden mit einer lilanen Weste gesehen. Was habt ihr jetzt noch hier vor Ort für Kräfte, um auch die Bewohner von dem Haus zu unterstützen und die Einsatzkräfte? Also wir haben natürlich auch, ich sag mal, das sind Seelsorger, die auch und die jetzt mit den Betroffenen nochmal spricht, über die Erlebnisse spricht, dass sie abgeholt werden. Das ist jetzt der Stand, dass sie betreut werden. Es muss natürlich auch geschaut werden, wie bewohnbar ist das Haus, wie weit müssen vielleicht andere Unterkünfte gesucht werden. Das ist jetzt aktuell das Thema, in dem sich auch die Kräfte noch drum kümmern. Was haben euch hier für Schwierigkeiten heute erwartet? Was musstet ihr entgegentreten? Die Schwierigkeit, die uns erwartet hat, war einfach auch die Schnelligkeit, die es benötigt hat, um sehr schnell das Kleinkind sowie die Familie oben über das Dachgeschossfenster retten zu können. Jetzt gerne vielleicht nochmal auch auf die Rettung eingegangen des Vaters und der Mutter. Man hat Hauben gesehen, die sie aufhatten oder Masken. Um was handelt es sich da und wozu ist es gut? Die Masken, die wir getragen haben, unsere Trupps sind unter Atemschutz. Die Verletzten oder die Opfer? Die Verletzten haben Rettungshauben getragen. Das bedeutet, dass man dadurch die Verletzten schützt, weiter Rauch zu inhalieren bei der Rettung durch die Rauchgrenze hindurch. Und das auch mit einem Filter versehen. Das kann man auch schneller überstülpen über einen Kopf, sodass wir da weitere Folgen vermeiden können. Jetzt sieht so ein Einsatz am Anfang ziemlich chaotisch aus. Ist es wohl aber gar nicht. Was gibt es dazu zu sagen? Das ist richtig. Das scheint vielleicht für Außenstehende chaotisch zu wirken, ist es gar nicht. Es gibt Stellungsbereiche, Abschnitte, in denen wir zugeordnet werden. Auch bei Anfahrt schon werden Fahrzeuge zugewiesen, wo sie sich aufstellen sollen, in welchem Bereich sie vielleicht gegebenenfalls warten sollen, um dann in den Einsatz zu kommen. So, dass eine Struktur am Einsatz sehr wichtig ist und auch immer eingehalten wird, auch wenn es im ersten Moment nicht so ausschaut. Kann man noch was zur Einsatzdauer jetzt sagen? Wann hat es nochmal angefangen, vielleicht kurz, und wie lange wird es noch gehen? 2:02 wurden wir alarmiert. Aktuell befinden wir uns noch in den Nachlöscharbeiten und Durchmessen der Wohnräume. Ein genaues Ende kann ich aktuell nicht absehen, aber da das Feuer aus ist, sind wir jetzt in den Nacharbeiten.
Wenn euch auch diese Videodoku wieder gefallen hat oder informativ für euch war, würden wir uns wie immer über ein Like von euch sehr freuen. Selbstverständlich dürft ihr gerne, falls noch nicht geschehen, unseren Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, um auch zukünftig keine weiteren Inhalte mehr von uns zu verpassen. Und wie immer dürft ihr jetzt anschließend hier unter dem Video in den Kommentaren eure Meinung kundtun, eure Fragen stellen oder euch gegenseitig austauschen.